Hey, hey, hey und hallo, einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Vormittag, wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet, wenn es mal wieder heißt Hand am Brett. Leider noch immer ohne Cat. Cat liegt jetzt so ordentlich flach mit dem Norovirus, die hat es richtig erwischt. Ich habe leider die letzte Zeit nicht so viel gespielt, wie ich gern gespielt hätte. Durch den ganzen Schnee hier in München ist auch meine Spielerunde nochmal flach gefallen und ja, will gar nicht so weit. So viel jammern ist blöd, ist so. Ich hoffe, ihr seid gesund, euch geht's gut. Ein paar Sachen habe ich trotzdem im Gepäck. Ich habe eine Sache dabei, die habe ich jetzt erstmal nur kurz im Tabletop Simulator gespielt, wollte sie euch aber zumindest zeigen, weil da geht heute das Crowdfunding los und da wollte ich euch mal ein paar allererste Eindrücke zu erzählen. Wozu ich euch jetzt aber auch was erzähle, das ist zu einem Prototypen The Old King's Crown. Und den habe ich freundlicherweise ausgeliehen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür doch mal an den guten Flo von dem Brettspielsuchtis. Der hatte den auf dem Brettballett München Zocktreff dabei. Und die Old King Crown, der Kickstarter, der lief jetzt vor 2-3 Monaten. Er hatte einen Prototyp, da hatte den dabei und hat mir den freundlicherweise auch mal ausgeliehen. Und den habe ich auch da schon gezockt. Ich zeige euch das mal. Cooles Material, richtig, richtig schöne Grafiken, asymmetrische Fraktion durch Kartendecks, durch Fähigkeiten. Optik gefällt mir sehr, sehr gut. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt, was jetzt bei Frosted rauskam. Ich habe es irgendwo da hinten stehen und finde es gar nicht. Naja, ihr werdet es wissen, ihr wisst schon. Also super schön und ja, was soll ich sagen? Es ist ein ziemliches aufs Maul-Spiel. Hätte ich gar nicht gedacht, weil das sehr freundlich daherkommt. Hier sehen wir mal schöne. Na, Moment mal, ein bisschen mal rauszoomen. Schöne Double Layer Boards. Earthborn Rangers war übrigens der Name, dessen Spiel ich gesucht habe. Wir haben hier die Karten der einzelnen Fraktionen. Die sind zum Teil ähnlich, zum Teil unterscheiden die sich dann aber nochmal extremst mit den Dingen, die wir machen können. Wie gesagt, es ist jetzt hier noch Prototypenmaterial, aber hier sieht man auch schon die Grafiken. Die sind wirklich vom Feinsten. Die sind wirklich, wirklich schön. Die gefallen mir, die Karten haben Werte. Und es geht darum, Kontrolle zu erhalten. Wir haben hier das Board. Hier haben wir verschiedenste Orte. Und hier müssen wir uns immer drauf platzieren. Diese Orte, die machen etwas. Das heißt, ich muss also immer meine Karten hier nehmen, diesen Orten platzieren. Die Karten haben hier Stärken. Es geht hier um diese Gebiete, aber man setzt sie in einen der beiden rein und die Karten werden nicht dem Gebiet zugehörig, sondern dann hier dieser kompletten horizontalen Linie entsprechen. Und wenn ich dann hier die Kontrolle habe und vielleicht sogar auch noch einen von mir reingestellt habe, dann darf ich mal einen dieser beiden Effekte wählen. Ich kann Influence bekommen. Das Ganze ist halt ein Racing, denn wer zuerst 15 Influence hatte, der hat das Spiel gewonnen. Und so platzieren wir halt hier unsere Karten, die dann irgendwann von der Hand weg sind. Die müssen wir uns dann wiederholen. Es gibt Möglichkeiten, dass unsere Karten ganz aus dem Spiel rausgehen. Das kann dann ganz, ganz gemein sein, wenn die Hand sehr klein ist und dadurch die Möglichkeiten weniger sind. Und das Teil war auf Crowdfunding auch ein ziemlicher Erfolg und ich war da auch sehr, sehr gespannt drauf. Und jetzt haben wir es gespielt und ich muss echt sagen, das ist gar nicht mal so geil. Hat mich enttäuscht. Also ich muss es definitiv noch mal spielen. Ich möchte es noch mal spielen. Es hat coole Ansätze. Es ist hart konfrontativ, aber es hat aus meiner Sicht jetzt hier mit dem Prototypen ein paar Probleme. A, es ist für das, was es ist, sehr lang. Denn letztendlich mache ich jede Runde das Gleiche. Ich versuche innerhalb dieser drei Reihen, versuche ich meine Karte zu spielen, versuche zu gucken, wo kriege ich meine Kontrolle. So, jeder spielt die Karten verdeckt. Das heißt, ich weiß nicht, was die anderen machen. Es gibt die eine oder andere Möglichkeit, das Ganze zu manipulieren. Aber ja, es geht, aber ja, kommen wir gleich noch zu. Und es ist ja kleinteilig.
Es ist wirklich kleinteilig für das, was es ist. Das Spiel ist von den Regeln gar nicht so schwierig. Aber wir haben eine Vierspielerpartie gespielt und wir mussten immer wieder nachgucken. Wir mussten immer mal wieder Sachen nachgucken. Und da merkt man, es ist ein Erstlingswerk. Es ist ein sehr ambitioniertes Erstlingswerk, was, wie gesagt, versteht mich nicht falsch, sehr coole Ansätze hat, wenn man konfrontative Spiele mag. Aber es sind viele Dinge drin, sodass wir das Gefühl hatten und dass jeder bei uns in der Viererrunde, boah, da kommst du nicht wirklich in so einen Flow rein. Ich glaube, wenn du es mit Leuten spielst, die das alle schon kennen und gespielt haben und wissen, was welche Karte macht, was welche Fähigkeit, wie was triggert, dann läuft das besser. Aber es ist auch dann, glaube ich, nicht so elegant, wie es hätte sein können für das, was es am Ende ist. So, und dadurch, dass wir halt, und ich finde auch, das fühlt sich ein bisschen und meh und der an. Das ist halt, wir haben halt hier diese Orte. So, um die wir uns halt immer betteln. Und das ist ein fester Spielplan. Und ich hätte mir hier was Modulares gewünscht, weil ich glaube, das macht schon Sinn, so wie es ist. Keine Frage, aber ich glaube, wenn man es öfter spielt, wird das ein bisschen eintönig, weil die Kombination der Orte immer gleich ist. Ach, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich habe total Bock drauf gehabt. Ich war super heiß, bin in den Kickstarter rein und nochmal, es hat coole Ansätze, aber wie gesagt, es spielt sich viel zu lang. Wir waren am Ende, haben wir glaube ich 3 Stunden mit diesem Spiel zugebracht, was mit Sicherheit auch daran lag, dass es eben durch diese kleinteiligen Regeln immer wieder Nachfragen gab und es unklar war, wie das Ganze läuft. Aber trotzdem geht es halt lang, weil du nimmst auch immer wieder jemand Punkte weg. Ich habe am Ende habe ich den Kingmaker gemacht und habe 1 Punkte zugeschustert, weil ich wollte, dass es vorbei war. Weil ich gedacht habe, nee, ich möchte jetzt einfach da. Ich war eh abgeschlagen, ich kam da nicht mehr hinterher und habe gesagt, weißt du was? Weil alle waren auch froh, dass es dann vorbei war. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache den Kingmaker. Ich mache einen total sinnbefreiten Move. Und ach, das ist schade. Das ist wirklich schade, denn es hat coole Ansätze. Aber mir fehlt das Streamlining. Mir fehlt das Elegante. Und natürlich, ich weiß, es ist ein Erstlingswerk und auch das nochmal betont, es ist ein Prototyp. Da wird sich mit Sicherheit und hoffentlich auch noch was tun. Aber da aus meiner Sicht, ja, wie gesagt, ich werde es auch nochmal spielen. Ich werde ihm nochmal mit meiner Runde hier eine Chance geben und gucken. Gerade weil ich es kenne, kann ich da vielleicht ein paar Sachen jetzt auch nochmal ein bisschen runter erklären. Aber aktuell, wenn der Eindruck so bleibt und sie in der finalen Version nicht nochmal streamlinen und was machen, wandert das Ding bei mir ungespielt, wenn der Kickstarter kommt in den Verkauf, den Verkaufsstab. Schade, aber nun ja, so ist es halt. Machen wir mal weiter mit ebenfalls einem Kickstarter, der hier gelandet ist und das ist das gute Age of Comics. Mega cooles Design. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und das Ganze ist auch so mit in dem Spiel drin. Es ist ein Worker Placement, wo wir unseren eigenen Comic-Verlag in der goldenen Zeit der Comics irgendwo zwischen den 30er und 50er Jahren gründen. Und ja, wir sind in, ich glaube, es ist auch New York, ja, wir haben auch Manhattan hier als Map drauf. Und ja, ich finde das Cover wirklich, wirklich toll. Es ist am Ende des Tages ist es ein Worker Placement Spiel hier, schön mit den Game Trays. Es hat super, super coole Meeple. Hier der Spielplan, Material ist wirklich toll. Hier die Comichefte, was super witzig ist. Es gibt halt verschiedene Rubriken von Comichefte. Horror, Superhelden, Western. Gibt noch hier eine Expansion mit Krieg. Und es gibt halt auch immer Kopien davon. Man kann also die erfolgreichen Comics der anderen Mitspieler kopieren. Und wir machen das Ganze über 5 Jahre. Wir müssen also neue Comicreihen auf den Markt bringen. Was halt cool ist, die bleiben auch immer aktiv. Die gehen nicht raus, die gewinnen an Popularität oder verlieren an Popularität und bringen uns dadurch dann Geld. Wir brauchen für die Comics, brauchen wir hier solche Karten wie Artists und Storybook Writer, die wir brauchen, je nachdem wie gut die sind und was die für eine Spezialisierung haben, von den Farben angegeben, haben wir dann die Möglichkeit, dass unsere Comics eben mehr Fans sammeln, weil die wirklich gut sind. Wir können uns halt über New York, über die Map bewegen, das ist auch sehr cool, so ein bisschen Salesman-Style, dass wir hier kommen dann noch so
Plättchen drauf und da bewegen wir dann unseren Salesman quer durch Manhattan. Der versucht halt Fans zu sammeln für unsere Comic-Reihen, um die so gewinnbringend wie möglich zu verkaufen. Und am Ende gewinnt, wer die meisten Fame-Siegpunkte hat. Während wir versuchen, neue Comic-Reihen auf den Markt zu bringen, auch so ein bisschen gucken, was die anderen Mitspieler, worauf die sich vielleicht gerade fokussieren. Oh, der hat Western-Comics. Ah, da versuche ich mich eher im Sci-Fi-Bereich. Ah, aber dem seine Western-Comics kann ich kopieren. Vielleicht wird die Kopie sogar besser als das Original. Das ist dann auch ganz witzig, dass man halt dann von den Karten des Originals auch immer so noch Kopien hat, die dann leicht anders heißen und so einen Schwarz-Weiß-Touch haben. Also das hat schon saucooles Material. Das Spiel selber, ihr merkt, das ist schon das zweite Spiel, wo ich mich schwer tue. Das erste, King of Crown, also The Old King's Crown, war ja, Age of Comic hat Spaß gemacht, das vorweg. Das war ein cooles Spiel, das hat Spaß gemacht. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber. Es ist ein Spiel, was enorm vom Thema lebt. Wenn ihr mit dem Thema nichts anfangen könnt, wird euch das Spiel auch nicht taugen. Also ihr müsst schon eine gewisse Affinität zu Comics haben. Und das Spiel trieft vor Thema. Das funktioniert hervorragend. Das ist richtig, richtig toll. Und allein dafür muss man schon mal sagen, Chapeau an Lirius Games, das ist ein italienischer Verlag. Ich glaube auch, dass das Erstlingswerk. Das Thema kommt hier super rüber. Und es funktioniert auch mechanisch. Und jetzt werdet ihr euch fragen, ja Sven, und wo liegt dann das Problem? Das Problem, was ich bei Age of Comics sehe, ist, dass es genau das ist. Es funktioniert, Punkt. Es macht nicht vieles neu. Und auch wenn das mit dem Thema Spaß macht und auch diese Möglichkeit, Comic zu kopieren, dann ist es doch am Ende des Tages ein relativ ordinärer Worker-Placer, der den einen oder anderen Kniff hat, der nett ist und es macht auch Spaß. Aber ich habe das Gefühl, dass Age of Comics ein Spiel ist, das, wenn ich es jetzt nochmal spielen werde, ich sehr ähnlich spielen werde. Ich sehe da jetzt wenig Strategien, wie ich jetzt nochmal sehr viel nach links und rechts gucke. Klar, hängt immer davon ab, was bekomme ich halt am ehesten jetzt für Comic rein. Also jetzt die Genres, die spielen hier eine große Rolle. Was kriege ich da wie? Aber das Grundgerüst, das Grundprinzip, wie ich das spiele, ist immer sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, wenn ich Age of Comics dreimal gespielt habe, dann habe ich drei Partien, die mir Spaß machen und die gut sind, aber wo ich danach wahrscheinlich alles gesehen habe. Und das ist schade. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem in der heutigen Zeit, dass man sagen muss, ja, Thema, top, super, kommt richtig gut rüber. Es ist ein okayes bis gutes Spiel, aber das reicht heute nicht mehr. Wir haben so viele sehr gute bis außergewöhnliche Spiele, wo man sagt, wow, richtig, richtig geil. Und da ist Age of Comics einfach nur okay, bis gut. Das klingt jetzt so gemein und es tut mir auch leid, es zu sagen, weil ich habe mit Age of Comics meinen Spaß gehabt. Aber es ist nicht das, wo ich das Gefühl habe, das trägt sich jetzt auch die nächsten 5 bis 10 Partien noch, wie ich das bei einem Brass noch immer habe oder wie ich das jetzt festgestellt habe, wie ich das bei einem Agricola habe, kommen wir gleich auch nochmal zu, so oder bei anderen Spielen oder jetzt in Guter Horror, das ich jetzt auch schon dreimal gespielt habe, wo ich jedes Mal denke, boah, oh Gott, ich möchte das machen, oh Gott, oh, wie verändert sich der Markt und, verschiedenste Möglichkeiten. Das habe ich bei Age of Comics nicht. Und wenn ihr das mitspielen könnt, schaut euch gerne mal an. Sagt mir auch gerne mal, wenn ihr schon gespielt habt, wie ist da euer Eindruck? Bin ich vielleicht jetzt ein bisschen zu streng zu dem Spiel? Es ist auch schade zu sagen, ein Spiel, was eigentlich gut ist, euch zu sagen, ja, soll ich mir das jetzt holen? Wo ich sage, ja, wenn du es spielen willst, wenn du sagst, das Thema holt dich ab und du hast da Bock drauf, es 2-3 Mal zu spielen, vielleicht entdeckt ihr da auch noch eine Tiefe, die ich jetzt noch nicht entdeckt habe. Möglich. Das ist aber so ein bisschen mein Eindruck dazu und das ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, thematisch mega gut. Es wird auch hier nochmal mit Sicherheit 1-2 Mal auf dem Tisch landen und dann gibt es vielleicht auch nochmal ein Feedback, auch vielleicht mal mit Cat, wie ihr das gefallen hat, was mit Age of Comics bei uns
passiert. So, und dann ein weiteres Spiel, was bei uns auf den Tisch kam, das nur ganz kurz, das ist Drachenhüter von Michael Menzel, ein Spiel, wo es darum geht, dass wir Drachen sammeln müssen. Wir haben hier immer so ein Buch auf und es liegen oder es zeigt die Art von Drachen an und dann zeigt das, um diese Karte zu nehmen, müssen wir die entsprechende Anzahl an Drachen abgeben und so bauen wir uns unser Deck mit Drachen zusammen, holen uns verschiedenste Drachen, die wir dann wiederum auch gegen so wunderbare Steine, Amulette mit Siegpunkten eintauschen. Es sind wunderschön gezeichnete Grafiken. Also wirklich, wirklich toll. Michael Menzel at its best. Und das ist auch schon das ganze Spiel. Punkt. Das war's. Vielen Dank, dass ihr da wart. Nein, grob runtergebrochen war es das auch wirklich. So, und das macht Spaß. Das ist ein einfaches, kleines, schnelles Familienspiel. Wir haben es auch mit unserer Motte gespielt, die wird jetzt bald 8 und die hat eine Menge Spaß mit gehabt, zu gucken, welche Drachen sammelt sie. Gibt dann auch noch die Möglichkeit hier über die Zaubertruhen, das spielt man, wenn man ein bisschen erfahrener ist, das bringt noch ein bisschen Variation rein. Aber ihr seht selber, die Regeln, die sind denkbar dünn und einfach. Titelbild, kleine Expansion, halbe Seite, wer ist Michael Menzel, also anderthalb Seiten Regeln. Und da muss man einfach sagen, als Familienkinderspiel macht das wirklich Spaß. Das ist eine schnelle Set-Collection, immer so ein bisschen abwägen, hole ich mir das jetzt, wie pokere ich das Ganze. Ich habe die Möglichkeit, die Karte noch minimal zu manipulieren. Und gerade durch diese, man muss das wirklich sagen, extrem putzigen Drachen, das war so lustig. Unsere Mutter hatte so Situationen, wo wir sagen, ja, du hast jetzt aber 3 Drachen, du musst jetzt gegen ein Amulett tauschen. Ich will die aber nicht abgeben, die sind so süß. So, ja, okay, wir sehen deinen Punkt, aber du gibst sie ja nicht ab, du legst sie nur zur Seite. Nein, die müssen mal bei mir bleiben. Du willst das Spiel gewinnen, oder? Nein, ich will meine Drachen behalten. Ja, gut, Kinder. Das war schon süß. Aber es macht Spaß. Das ist ein tolles Familien-Kinderspiel, wobei ich sagen muss, Kinder, die mit Spielen aufgewachsen sind, spielende Kinder, hier steht auch Alter 8+, das würde ich unterschreiben. Also wenn ihr Kids habt, die mit Spielen aufgewachsen sind, die auch schon mit 5 Gloomhaven gespielt haben, dann könnt ihr dann mit Sicherheit auch schon mit 6 anfangen. Das geht schon, wie gesagt, wir fanden so jetzt 7,5, 8 ist ein gutes Alter dafür. Aber gerade jetzt vielleicht auch für die Weihnachtszeit und alles, ein kleines, schönes, süßes Spiel von Michael Menzel bei Kosmos erschienen, Drachenhüter, hat uns als Familie wirklich Spaß gemacht und hat optisch auch einen ganz, ganz tollen Flair. So. Dann, wir bleiben bei den Drachen und da haben wir jetzt was, was eine kleine Besonderheit ist, denn ich habe es jetzt erstmal nur ganz kurz mir auf Tabletop Simulator erklären lassen und auch nur kurz gespielt. Ich möchte aber trotzdem drüber reden, denn es startet heute in der Spieleschmiede Dragondale, ein großes, neues, eigenes Spiel im Hause Korax Games. Und da wollte ich euch vor allen Dingen mal das Material zeigen. So, das Problem, was ich habe jetzt hier einen Prototypen von diesem Spiel. Ich erkläre gleich kurz, worum es geht. Und ich habe mich auch total darauf gefreut, es zu spielen. Dann haben allerdings die Kollegen von Happy Shops und der Spieleschmiede, was gut ist, aber was für mich ein bisschen frustrierend ist, haben sie, nachdem sie den Prototypen geschickt haben oder nachdem der erstellt war und produziert wurde, haben sie nochmal sehr, sehr, sehr viele Dinge im Spiel angepasst. So, und das ist ein bisschen frustrierend, weil ich mir gedacht habe, gut, ich möchte ja, wenn ich euch den Prototypen vorstelle und meine Spieleindrücke schildere, möchte ich euch ja auch sagen, wie mir das Ganze gefallen hat. So, und jetzt hat sich aber bestimmt 20-30% im Spiel nochmal verändert. Die Karten sind ganz anders, auf dem Spielbrett hat sich alles nochmal verändert. So, und ich habe jetzt zwar neue Dateien bekommen, aber ich werde hier ein bisschen drucken, kleben und basteln müssen. Und das kam jetzt aber auch erst kürzlich an und deshalb kam ich nicht dazu. Ich wollte trotzdem aber ein bisschen was zu dem Spiel erzählen. Und habe mir deshalb eben am Dienstag auf Tabletop Simulator das Ganze erklären lassen und wir haben eine kleine Probepartie mal gespielt, sodass ich da einen Eindruck habe. Was ich euch aber schon mal zeigen wollte, das ist das Material, weil das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben asymmetrische Fraktion. Es ist im Endeffekt eine Art ja, Area Control Spiel, wenn man so möchte. Wir haben 4 verschiedene Fraktionen. Wir haben die Kelten, wir haben die Dark Fairies, wir haben die Druiden und wir haben die Wikinger. Und Ziel des Spiels ist es, wer als erstes 4 Siegpunkte hat, hat gewonnen. Wir haben hier diesen Drachentrack
Der sieht auch sehr cool aus. Der wird hier zusammengebaut. Das ist eigentlich auch sehr clever gelöst, denn wir haben unsere Fraktion wird hier immer irgendwo stattfinden. Das zeigt, wie gut oder schlecht der Drache auf uns zu sprechen ist. Im Grunde genommen ist er immer schlecht auf uns zu sprechen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Hier kommen ein paar von diesen Drachenkarten hin, die den Drachen noch mal ein bisschen verändern. Die liegen hier verdeckt, sodass wir nicht immer wissen, was passiert. Wir haben hier das Board, was zusammengebaut wird. Hier hat sich halt auch noch mal ein bisschen was verändert. Hier sind jetzt mehr so Runen auch noch drauf. Das sieht man hier. Man hat hier verschiedene Versionen von den Maps, je nach Spieleranzahl. Ich habe halt hier diese Zahl mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das hat sich jetzt alles ein bisschen noch verändert mit Runen, die hier sind. Wir sehen hier in der Ecke, sehen wir, da startet jede Fraktion. Da sieht man, wie man seine Siegpunkte bekommt. Denn die Siegpunkte bekommt man über verschiedenste Wege. Zum einen, dass wir halt Bäume, den heiligen Baum fällen müssen, dass wir den Drachen fangen, dass wir Runensteine sammeln, die legen wir dann hier unten hin. Die können uns aber immer wieder weggenommen werden. Dann haben wir hier Token. Ihr seht, ich habe das noch gar nicht ausgepöppelt, weil ich wusste, dass der Prototyp ja leider nicht spielready ist. Und wie gesagt, ich warte auch noch auf die finalen Dateien. Was aber ganz witzig ist, hier diese Runen, die sind für den Kampf vor allen Dingen oder für diverseste mögliche andere Dinge, welchen Baum fällt, brauche ich diese Äxte. Die haben alle verschiedene Formen. Die kommen in einem Beutel rein und wir können in den Beutel tasten und können die dann nach Form wählen. Ich weiß noch nicht, wie gut ich das finde, ehrlich gesagt, weil ich denke mir, naja, wenn ich eh weiß, ich kann die ertasten, ja, warum nehme ich sie mir dann nicht einfach und warum kommen sie dann in den Beutel? Ja, ist mir noch nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Das ist auch nochmal für die Map. So, jetzt bauen wir hier nochmal das raus. Wir sehen, die Spieleroffensive hat gelernt, es ist sofort ein Beutel dabei, auch wenn der ein bisschen klein ist, aber naja, gut, das kommt nicht immer auf die Größe an. Karten haben wir hier. Und was ich sehr, sehr, sehr nice finde, wir sehen hier auch in dem Prototypen, sehen wir schon zum Beispiel diese Teile, das ist der Baum, wir können halt diese Bäume oder je nach Fraktion, wollen wir die Fan, die Druiden, wollen die eher beschützen und weinen, die Dark Fairies vergiften die Kelten und die Wikinger, die wollen die aber fällen, das sieht man hier, sehr, sehr cool gemacht. Also das Material gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier die einzelnen Fraktionen auch direkt mit den Trays drin. So, und was halt sehr nice ist, wir bewegen uns mit den Fraktionen, bewegen wir uns halt immer hier über die Map. Die sind dann aber immer kopfüber und dann seht ihr es. Ich nehme jetzt einfach mal hier was raus als Beispiel. So, sagen wir also, wir hätten dann mal den hier, gut, ist jetzt farblich falsch, aber stellt es euch einfach vor, die halten hier auch wunderbar. Also ich kann das so machen und dann bewegen wir uns halt erstmal verdeckt über die Map. Da wird dann auch noch oben was drauf gemacht und dann irgendwann im Kampf oder im Konflikt wird das aufgedeckt. Und dann vergleichen wir Initiativen. Ich lasse das jetzt einfach mal kurz hier dran. Und die Initiative gibt auch sowas wie den Kampfwert wieder. Hier haben wir noch diese Drachenkarten, die auf die Drachenleiste gelegt werden. Das sieht man hier. Die verändern dann diverse Dinge beim Drachen einfach noch, weil der Drache ist halt so eine Art neutrale Partei noch, wobei wir den auch fangen wollen. Und der ist schon ganz schön heavy und auf der Drachenleiste sind dann auch noch die Stärken. Jede Fraktion, es sind auch wirklich asymmetrische Fraktionen, hat hier die Kampfkarten. Es gibt im Kampf immer Active und Passive. Das hängt immer davon ab, wer der Angreifer ist. Die sorgen auch dafür, wie wir unseren Kampf, unsere Initiative, die gleich die Kampfkarten definiert, auch noch pushen können. Was brauchen wir also für Tokens dafür? Sehr coole Grafiken, erinnern mich ein bisschen an Ines, ein Spiel, was ich total underrated finde und sehr, sehr gerne mag. Also es gefällt mir da schon sehr gut, muss ich sagen. Und mir tut es wirklich auch in der Seele weh. Hier, das ist übrigens der Drache. Wenn man den hat, hat man hier auch noch die Möglichkeit, wenn man den Drachen für eine Runde gefangen hat, dass man so Drachenkarten ziehen und nutzen kann. Mir tut es echt in der Seele weh, muss ich zugeben, dass der Prototyp leider nochmal überarbeitet wird und so, wie ich ihn jetzt hier vorliegen habe, ich ihn leider nicht spielen und euch richtig vorstellen kann. Das ist mega, mega schade. Ich verstehe die Kollegen von der Spieleoffensive Happy Shops. Ich werde jetzt wieder Ärger von Frank kriegen, weil ich wieder die ganzen Marken durcheinander werfe. Korax Games. Es ist ja von Korax Games. Ne? Also, ich verstehe die Kollegen von Korax Games natürlich, die sagen, ja,
Wir haben noch mal dran gearbeitet, wir haben noch mal einiges überarbeitet, als der Prototyp in der Mache war. Da ist natürlich noch mal vieles passiert. Ist halt immer schade drum. Weil ich hätte euch jetzt gerne hier gesagt, wie das Gameplay war und wie sich das hier in echt gespielt hat. So, ich habe es aber am Tabletop Simulator ein paar kleine Runden gespielt. Und ich kann und möchte euch allerdings noch kein Fazit geben, weil dafür habe ich es einfach nicht zu Genüge gespielt und es wäre einfach falsch, darüber jetzt zu sprechen. Was ich allerdings sagen kann, von meinem ersten Eindruck ist, als jemand, der auch Area Control sehr mag, da steckt viel Spannendes drin. Da sind Sachen drin mit den verschiedenen Einheitentypen, wie jede Einheit oder jeder Einheittyp verschiedene Stances hat, also verschiedene Positionen und dadurch sich auch immer ein bisschen anders spielt. Ein paar Sachen wirkten mir ein bisschen kleinteilig, wo ich sage, bin ich mir nicht sicher, aber das lag mit Sicherheit auch am Tabletop Simulator. Ich bin kein großer Freund vom Tabletop Simulator, muss man sagen, also allgemein vom digitalen Brettspielen nicht. Deshalb ist das auch was, wo ich sage, ich tue mich schwer, da jetzt eine abschließende Bewertung zu geben. Aber was ich sagen kann, dass es interessante Mechaniken hat, wo ich mir denke, das klingt cool. Es hat durch die asymmetrischen Völker, glaube ich, einen ganz, ganz hohen Wiederspielreiz, zu sagen, okay, die spielen sich schon sehr unterschiedlich, das möchte ich auch mal herausfinden. Die Dark Fairies, die Druiden, die verschiedensten Möglichkeiten, wie ich mir die Siegpunkte hole und den anderen Spielern wieder abknüpfe. Da gibt es ein paar Mechaniken, wo ich mir denke, boah, es kann ganz schön auf die Fresse geben, aber frag nicht nach Sonnenschein, liebe Wood Fairy, die es nicht gibt, sondern die Dark Fairy. So, aber hier, dann prügel ich die Wood Fairy so, dass sie dark wird. Oh Gott, schlechte Witze. Ich wollte euch aber ein bisschen was davon erzählen. Fand ich einfach witzig, weil mit Sicherheit der, die das ein oder andere von euch sich jetzt Gedanken macht, gehe ich jetzt in das Spiel der Schmiede rein oder nicht. Und deshalb würde ich sagen, beobachtet das Ganze und vielleicht gebt ihr dem auch eine Chance, wenn ihr sagt, grundsätzlich ist das was für mich. Denn auch das Material und die Grafik gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, es gibt mit Sicherheit, wenn ich dazu gekommen bin, das Spiel jetzt umzubasteln und das Brett zu bekleben und die Karten auszudrucken, zu überkleben und zu sleeven. Wo ist Rita Mole, wenn man sie braucht? Rita baut so viele Prototypen, die macht das doch aus dem FF. Rita! Bauen wir doch mal das Spiel neu. Ja, ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf. Ich muss sagen, der Ersteindruck von dem, was ich über den Tabletop Simulator kennengelernt habe, sagt mir definitiv, ich habe Bock. Aber muss ich halt bestätigen und am Ende kann ich euch jetzt noch nicht ganz klar sagen, kaufen oder nicht kaufen, weil dafür fehlt mir letztendlich noch der finale Eindruck von ja, 2, 3 echten Partien am Tisch. Es hatte, was ich immer sehr, sehr begrüßenswert finde, auch einen 2-Spieler-Modus, 3-Spieler-Modus, 4-Spieler-Modus. Ich glaube, es gibt auch einen Solo-Modus, weiß ich nicht, müsste bei der Spieleschmiede-Kampagne gucken. Und halt dafür angepasste Maps. Das finde ich immer sehr gut und sehr begrüßenswert. Also von daher, wir bleiben dran. Last but not least, ich habe schon in meinem Spiel des Monats November drüber gesprochen und ich muss es euch einfach nochmal zeigen. Ich habe mir jetzt dann doch noch die Jubiläumsedition geholt. Agricola, ein Uwe Rosenberg-Kracher, der bei mir jetzt erst ja, Beachtung gefunden hat. Es lebt vor allem einfach auch durch die verschiedensten Kartendecks. Wir sind im Endeffekt Bauern, bestellen unseren Hof, müssen Kinder kriegen, neue Kinder, neue Worker. Ich glaube, zu diesem Spiel ist alles schon gesagt, was man sagen muss. Wenn ihr es noch nicht kennt, wenn ihr Worker Placement kennt, mögt, wenn ihr auch Lust habt auf Uwe Rosenberg ohne Puzzeln. Ich kann kein Puzzle mehr von Rosenberg sehen, auch wenn ich ein Fest für Odin fantastisch finde, dann schaut euch Agricola an. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe mir jetzt auch noch alle übrigen Kartendecks, die es gibt, bis ABCDEF oder sowas, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr viele Kartendecks noch geholt. Die Kartendecks bringen noch eine hohe Varianz rein, weil die mir immer so ein bisschen eine Strategie vorgeben, wie ich das Spiel spiele, weil ich diese Karten, die ich auf der Hand habe, verschiedenste Möglichkeiten und starke Vorteile gibt. Das sind zum einen die Errungenschaften, als aber auch die Ausbildung und das bringt nochmal eine ganz krasse Varianz rein. Aber ich muss sagen, will auch gar nicht mehr so viel sagen, aber Agricola hat mich gefesselt. Wir haben es auch zu zweit gespielt, wir haben es zu fünft gespielt, ich habe es zu viert jetzt gespielt. Fantastisch. Tolles, tolles Spiel und das, obwohl es schon einige Jahre 15 Stück an der Zahl auf dem Buckel hat. Und das ist das Schöne, dass man auch sieht,
alte Spiele sind nach wie vor gut. Nicht alle, aber dann waren die schon nicht gut, als sie rauskamen. So, das zum Hand am Brett. Kleiner Überblick, was ich gespielt habe. Eine Sache noch mal in eigener Sache. Am Montag kam ja mein Gewinnspiel, Weihnachtsgewinnspiel, Charity-Video, wo ihr richtig coole Preise gewinnen könnt und wo wir Gutes tun, wenn ihr einfach nur kommentiert. Wir haben Stand jetzt, glaube ich, 770 Kommentare. 1000 will ich knacken, weil dann spende ich 300 Euro. Der Thomas von Better Boy Games hat auch noch Geld gespendet. Ein anderer Thomas hat noch Geld gespendet. Also es kam noch einiges von euch auch dazu. Vielen, vielen Dank dafür. Einige haben auch schon gesagt, sie würden auch noch mal am Ende für jeden Kommentar noch mal 10 Cent geben, was noch mal ein Huni in der Kasse wäre, wenn wir die 1000 knacken. Mega. Vielen, vielen Dank. Es ist für Kinder, es ist für den guten Zweck. Vielen, vielen Dank für euren Support bis jetzt. Ihr seid der Hammer und es zeigt mir einfach, dass ihr eine geile Community seid und ich könnte einfach immer wieder ja, jubeln, heulen, feiern, was für tolle Menschen ihr seid. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, vielen Dank auch, wenn ihr ein Abo dalasst, wenn ihr ein Like dalasst, wenn ihr Liebe dalasst und wenn ihr einfach viel Spaß am Spielen habt und ich euch vielleicht das ein oder andere Spiel näher bringen konnte. Ich würde sagen, ihr bleibt gesund, ihr passt auf euch auf. Wir sehen, hören, riechen uns. Macht's gut. Bis bald. Danke und tschüss.